So, jetzt bist du wieder da. Okay, und Bild haben wir auch. Ja, Bild haben super. wir. Hervorragend. Gut, dann, ja, es ist 15:29 Uhr. Ich habe gerade schon gesagt, als neue Studentin an der HTW habe ich jetzt hier die große Ehre, dich hier ankündigen zu dürfen. Das freut mich. Und ich Das übergebe ist dir. ja super, ein Heldspiel sozusagen. Ja, ach so, du Alles klar. hast eine Ja. Präsentation, müsstest du deinen Bildschirm noch teilen? Hier Alles noch. klar. Okay. Und wahrscheinlich auch Vollbild, du wirst dann leider nichts mehr sehen von uns, Ja. aber es gibt viele Zuschauer auf YouTube, das weiß ich. Alles klar. Oh, danke Gut. sehr. Der Vortrag ist zu sehen. Die Folien sind zu sehen, ja? Du bist zu sehen und auch zu hören. Ja. Super. Dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal los. Genau 15:30 Uhr. Herzlich willkommen jetzt hier auch von meiner Seite bei Scientist for Future. Mein Name ist Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft der HTW Berlin. Und da ich nur 25 Minuten Zeit habe, werde ich einfach gleich mal loslegen. Es geht hier darum, einfach mal zu skizzieren, was wir im Bereich der Energiewende hier in Deutschland machen müssen. Genau, wir haben ja heute auch einige Vorträge, auch mein Vorredner hat schon einiges erzählt, was die Klimakrise für eigentlich die Welt bedeutet. Es sind dramatische Auswirkungen, die alles übersteigen, was wir uns eigentlich vorstellen können. Und deswegen müssen wir handeln. Handeln bedeutet, dass wir die Beschlüsse des Pariser Klimaschutzabkommens ernst nehmen. Es ist ja nicht so, dass die Politik es nicht beschlossen hätte und verinnerlicht hätte. Das heißt, das, was die Wissenschaft fordert, Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglich auf 1,5 Grad Celsius, das ist Gegenstand des Pariser Klimaschutzabkommens. Und auch ganz wichtig, jedes Land muss selber in die Puschen kommen. Also wir können uns nicht hinter China, Amerika und andere verstecken. Weil der Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle Länder der Welt etwas mitmachen oder andersrum ausgedrückt, Deutschland alleine würde in 400 Jahren so viel CO2 ausstoßen, dass wir ohne den Rest der Welt ebenfalls das Pariser Klimaschutzabkommen verletzen würden. Das heißt also, wir müssen insgesamt handeln. Die Frage, die wir am Anfang erstmal stellen müssen, wie viel Kohlendioxid dürfen wir auf diesem Weg noch ausstoßen? Und jetzt haben wir ja im Pariser Klimaschutzabkommen zwei Grenzen, einmal die 1,5-Grad-Grenze. Und da gibt der Weltklimarat gewisse Mengen an Kohlendioxid an. Das heißt, der letzte Bericht ist schon ein paar Jahre her. Ich habe das mal hochgerechnet auf den Januar 2021. Also ab Januar 2021 dürfen wir etwa 300 Gigatonnen CO2, 300 Milliarden Tonnen CO2 noch ausstoßen, wenn wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die globale Erwärmung nicht über 1,5 Grad Celsius hinausbringen wollen. Nun können wir das in den Modellierungen nicht immer ganz exakt vorhersagen. Da gibt es immer eine Schwankung. Deswegen kann man sagen, okay, wenn wir mal Glück haben, geht es auch noch mit 460 Gigatonnen gut. Und wenn wir ganz viel Glück haben, mit 720. Ja, also deswegen haben wir so eine Bandbreite von einer hohen und einer niedrigen Wahrscheinlichkeit. Das Pariser Klimaschutzabkommen sagt nicht explizit 1,5, sondern das deutlich unter 2. Viele lesen das Abkommen so, dass 1,75 Grad auch noch kompatibel zum Pariser Klimaschutzabkommen wäre, wenn wir es dann auch wirklich sicher einhalten. Das heißt also, hier sollten wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einhalten. Die ganz großen Mengen dürfen wir eigentlich nicht emittieren, weil wenn wir sagen, naja, 1,75, aber da glauben wir auch nicht so dran, dass das wirklich klappt, dann sind wir einer Verletzung des Pariser Klimaschutzabkommens dann schon sehr nah. Wir wissen, dass wir etwa 40 Gigatonnen pro Jahr an CO2 ausstoßen. Und das heißt nochmal, das Pariser Klimaschutzabkommen sagt möglichst unter 2. Das heißt also, wir sollten sicher 1,75 einhalten oder definitiv unter 2, möglichst 1,5. Das ist ein bisschen schwächer formuliert und deswegen kann man sagen, okay, da würde eine mittlere Wahrscheinlichkeit vielleicht noch ausreichen. Und deswegen sage ich mal, ist die Menge an CO2, die kompatibel wäre, weltweit auszustoßen für das Pariser Klimaschutzabkommen, irgendwo zwischen 460 und 680 Gigatonnen an CO2. 40, wie gesagt, stoßen wir pro Jahr aus. Wenn wir uns jetzt den Verlauf anschauen, dann sieht es einfach so aus, wenn wir linear weitergehen, kann man es ja einfach durcheinander teilen, 460 durch 40, dann sind wir in weniger als 12 Jahren an dem Punkt, wo wir eigentlich unser Budget verbraucht haben und dann auch nicht mehr mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit 1,5 einhalten können. Volker, ganz kurz, ich muss dich kurz unterbrechen. Könntest du bitte unten diesen Balken wegklicken? Da steht Ausblenden. Der ist die ganze. Okay. Genau, rechts neben dem blauen Ding. Yep.
Alles klar. Super, und dann einfach wieder Vollbild. Dankeschön. Okay, super. Und ja, das war der Verlauf. Wir können jetzt mit dem Verlauf auch hier linear runtergehen. Dann haben wir den Vorteil, dass wir am Anfang schon CO2 einsparen, was wir dann am Ende zusätzlich von der Zeit her emittieren könnten. Wir könnten auch diesen Verlauf nehmen. Das gibt uns dann noch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen sind Jahreszeiten für die Angabe, wann wir klimaneutral werden müssen, immer so ein bisschen kritisch. Das hängt sehr stark von dem Verlauf ab, wie schnell wir runterkommen mit den Werten. Und die Politik, die drückt sich aber auch in Deutschland darum, Mengenangaben zu machen, was wir noch ausstoßen wollen. Wenn wir jetzt mal von so einem linearen Verlauf ausgehen, also dass es genau runtergeht, dann sehen wir, dass wir etwa dann bei einer 1,5 Grad Fokussierung etwa 2044 und wenn wir uns mit 1,75 noch zufrieden geben, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 2055 klimaneutral werden müssten. Das heißt also, wir müssen jetzt sofort runter und haben dann noch etwa so roundabout 30 Jahre Zeit. Das heißt nochmal hier, die Welt müsste zwischen 2044 und 2055 klimaneutral werden, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Deutschland selber verursacht fast das Doppelte pro Kopf, was der Weltdurchschnitt verursacht. Das heißt also, wir haben einen viel, viel höheren Fußabdruck. Und deswegen ist dann, wenn wir diese Menge linear verteilen, das heißt, jeder Bürger der Welt darf ja eigentlich noch genauso viel CO2 ausstoßen. Warum sollten wir das Recht haben, mehr auszustoßen als andere? Dann ist natürlich unsere Menge schneller aufgebraucht. Deswegen muss Deutschland zwischen 2030 und 2040 klimaneutral werden. Und ich sehe da gar kein Bemühen der Bundesregierung, auch nicht der Parteien. Es gibt jetzt gerade neue Wahlprogramme, auch von der SPD. Da steht immer das Jahr 2050 drin. Das Jahr 2050 für Deutschland impliziert eine Verletzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Das muss man ganz klar sagen. Alles nach 2040 ist nicht mehr kompatibel mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Es gibt noch andere Länder wie Indien, die nur einen Fußabdruck haben von 40% des Weltdurchschnittes. Die haben dann entsprechend länger Zeit. Und ja, da sieht man eigentlich auch diese Unterschiede. Das heißt, das Problem auf der Welt sind wir, die Industrieländer momentan, und zwar signifikant. Wir können mal schauen, was Deutschland so macht. Das ist die bisherige Entwicklung der CO2-Emissionen. Jetzt dank Corona haben wir einen deutlichen Rückgang gesehen. Wir werden oder wollen ja nach Corona die Wirtschaft wieder hochfahren. Das heißt also, insofern geht es dann wahrscheinlich mit den CO2-Emissionen erstmal auch wieder steil nach oben. Und dann ist momentan nicht erkennbar, warum es schneller nach unten gehen sollte als in den letzten 15 Jahren, weil es keine Anstrengungen noch gibt, die Energiewende zu beschleunigen. Am Anfang hatten wir auch noch Wiedervereinigungsgewinne, also vor allen Dingen durch den Zusammenbruch der Industrie hatten wir Rückgänge in Ostdeutschland, danach ein bisschen Energiewende und wir sehen, der Trend geht eigentlich relativ langsam nach unten. Das sind die Ziele der deutschen Bundesregierung. Eine Anekdote, so traurig sie auch ist, während Corona haben wir temporär die Klimaschutzziele erreicht, die sich die Bundesregierung selber gesteckt hat, aber das ist ja nur, ist ja kein Klimaschutz, das ist im Prinzip Zusammenbruch der Wirtschaftsleistung 2020. Und ganz klar, die Ziele der Bundesregierung reichen nicht aus, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Das heißt, wollen wir aus eigener Kraft das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten, müssen wir in den 2030er Jahren klimaneutral werden. Das ist also die Herausforderung. Und nun schauen wir uns mal an, was wir dafür machen müssen. Die meisten Emissionen mit Abstand kommen in Deutschland aus der Energieversorgung. Der zweitwichtigste Bereich ist die Landwirtschaft. Da müssten wir eigentlich noch vegan werden, aber das ist ein anderes Thema, das blenden wir heute mal aus. Und schauen wir uns mal den Strombereich an. Also, das ist der Stromverbrauch in Deutschland. Wir sehen insgesamt leichter Anstieg. Corona jetzt ein leichter Rückgang im letzten Jahr, aber das wird sich wieder ausgleichen. Und wir haben erneuerbare Energien, das heißt die Biomasse, die Wasserkraft, Windenergie an Land, also Wind onshore, Wind offshore und die Photovoltaik. Und im Jahr 2020 waren wir bei 46% erneuerbarem Energieanteil. Das sieht erstmal ganz gut aus. So könnte man sagen, naja, wenn wir uns Mühe geben, dann schaffen wir ja vielleicht die 100% im Jahr 2040. Aber, und 2040, wie gesagt, letztes Termin zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens. Aber der Strom macht ja nur einen Teil aus. Das heißt, hier ist die gleiche Grafik nochmal gestaucht. Auch hier nochmal die Stromversorgung mit den erneuerbaren Energien. Und wir sehen, wir haben noch andere Energieformen, nämlich die Wärme und den Verkehr. Das heißt, hier verbrauchen wir noch Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel. Und da können wir sehen, ja, das Problem wird jetzt größer.
Muss man fairerweise sagen, dass wir auch im Bereich Verkehr und Wärme erneuerbare Energien haben, also ein bisschen Brennholz, ein bisschen Biodiesel, Solarwärme, Geothermie. Das heißt, das ist hier auch nochmal bunt. Und wenn ich die Erneuerbaren, also aus dem Strom und aus Wärme und Verkehr zusammenfasse, dann sieht das hier so aus. Und der Anteil Erneuerbare am gesamten Energieaufkommen, der schrumpft zusammen auf 23%. Das heißt, das ist die Reise. Wir müssen also in den nächsten 20 Jahren spätestens von 23 auf 100% erneuerbare Energien in Deutschland kommen. Und das Erste, was wir machen müssen, wir müssen runter mit dem Energiebedarf. Das ist vollkommen klar, dass wir sagen, also von dem heutigen Niveau werden wir es nicht schaffen, wirklich auf das bisherige Niveau noch hochzukommen. Und deswegen müssen wir uns erstmal Mühe geben, runterzukommen. Und da gibt es eigentlich zwei relativ simple Maßnahmen, die einen sehr großen Hebel haben. Und das wäre im Wärmebereich erstmal der Einbau neuer Öl- und Gasheizung nicht mehr zu erlauben. Wir wissen, wir heizen in Deutschland im Wesentlichen mit Öl und Gas. Deutschland hat nicht mal Öl und Gas. Also das ist auch volkswirtschaftlich und auch für das Land Deutschland vollkommen schizophren. Und diese Energieträger verursachen einen Treibhauseffekt. Beim durchschnittlichen Einfamilienhaus sind das mal locker 7, 8 Tonnen im Jahr. Also da kann man schon jemand im Entwicklungsland einige Jahrzehnte mit über die Runden bringen, alleine für das Heizen der Häuser. Und das Öl und Gas muss also aus dem System raus. Das heißt, wir bräuchten ein sofortiges Verbot von Öl- und Gasheizungen. Dänemark hat es gemacht, Norwegen auch. Deutschland traut sich hier in diesem Bereich nicht. Und das ist aber ein sehr, sehr großer Hebel, den wir haben. Weil wenn wir die Öl- und Gasheizung nicht mehr einsetzen und stattdessen auf elektrische Wärmepumpen setzen, dann haben wir einen Hebel, weil Wärmepumpen sind wesentlich effizienter als Öl- und Gasheizung. Die haben einen Hebel von Faktor 3. Die brauchen ein Drittel der Energie, weil sie die Umgebungswärme noch mitnutzen können. Also einfach Außenluft von 5 Grad können die auf höhere Temperaturen bringen. Und deswegen braucht man dort wesentlich weniger Energie, das als Strom. Und wenn der Strom dann erneuerbar ist, dann haben wir mit der Wärmepumpe die Chance, den Energiebedarf auf ein Drittel zu drücken und es durch einheimische erneuerbare Öl und Gas damit dann zu ersetzen. Deswegen müsste eine verantwortungsbewusste Politik wirklich sagen, wir müssen in Deutschland uns möglichst dieses Jahr oder wenn es nicht anders geht nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr davon verabschieden, neue Öl- und Gasheizung einzubauen, weil eine neue Heizung ja 20 Jahre mindestens lebt und uns dann immer zunehmend Probleme beschert, die wir gar nicht lösen können. Zweiter Punkt, Verkehr. Auch beim Verkehr sieht es so aus, dass wir hier verschiedene Punkte haben müssen. Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Das deutsche Mobilitätsverhalten ist nicht übertragbar auf den Rest des Planeten. Wir haben in Deutschland 47 Millionen Autos auf 83 Millionen Einwohner. Wenn wir das auf den Rest des Planeten übertragen wollten, müssten wir 3 Milliarden zusätzliche Autos bauen. Das ist vollkommen egal, ob das ein Diesel, ein Wasserstoff oder ein Batterieauto ist. Das heißt, die Anzahl der Autos würde alleine von der Rohstoffbeschaffung hier die Grenzen des Planeten sprengen. Deswegen brauchen wir ein anderes Mobilitätsverhalten, was mit deutlich weniger Autos herkommt. Und deswegen, also ganz klar, da können auch Schulen, Kinder ganz viel machen, Fahrrad fahren, öffentlicher Nahverkehr. Die Probleme sind ja meistens, zumindest mal Problemverursacher, sind hier mindestens 18 und haben einen Führerschein. Also insofern kann man hier auf alle Fälle einiges umbringen. Und dann auch hier gilt wieder das Ende der Produktion von Benzin- und Dieselautos. Ein VW hat statistisch eine Lebensdauer von über 20 Jahren. Das heißt, ein Diesel-VW-Auto, was dieses Jahr vom Band läuft, fährt noch bis zum Jahr 2042 auf diesem Planeten rum. Und es gibt keine wirklich bezahlbare Strategie, dieses Auto dann während der Lebensdauer noch klimaneutral zu machen. Die müssen wir dann am Ende oder vor dem Ende der Lebensdauer mit Abwrackprämien noch von der Straße holen, was ja auch nicht wirklich sinnvoll ist. Die Autos, die dann noch unterwegs sind, wir werden in 20 Jahren nicht alle Autos abschaffen können. Die müssen dann elektrisch sein. Also das ist erstmal ganz wichtig, weil das Elektroauto auch wieder den Hebel hat. Ein Elektroauto braucht ein Drittel der Energie eines Verbrenners, weil es einfach mit einem effizienten Elektroauto fährt. Und alleine dadurch, dass wir die Benzinautos durch Elektroautos ersetzen, können wir 2 Drittel an Energie im Verkehrsbereich einsparen. Und deswegen müssen wir den Weg gehen. Also wenn wir jetzt konsequent die Heizungen rausreißen oder nicht mehr neue Öl- und Gasheizungen einbauen, keine neuen Benzin- und Dieselautos produzieren, kommen wir automatisch den roten Pfad runter. Wenn wir jetzt noch ein bisschen intelligenter mit Energie umgehen, also Energie einsparen, versuchen vielleicht im Verkehrsbereich Wege zu vermeiden, dann können wir sogar noch ein bisschen mehr schaffen. Aber ich wäre ja schon mal froh, wenn wir diesen Weg hier gehen würden. So, nun haben wir folgendes Problem.
Es gibt Ziele beim Ausbau erneuerbarer Energien von der deutschen Bundesregierung, die habe ich jetzt hier aufgetragen und die sind so, dass wir keine Chance haben, auch nicht bis 2050 klimaneutral zu werden, weil die Menge, die wir derzeit, die Bundesregierung bauen möchte von Solar- und Windrädern, also hier sind die Ausbauziele einfach mal hochgerechnet bis 2020, aktuelle Gesetzeslage, bis 2040 aktuelle Gesetzeslage und da sehen wir, dass wir keine Chance haben, klimaneutral zu werden. Das heißt, was tun? Das heißt, wir brauchen eine komplett andere Energiepolitik. Ist auch nicht zu sehen, dass wir runterkommen mit dem Verbrauch, weil für die Verkehrs- und Wärmewende will sich die Bundesregierung ja auch noch 30, 40 Jahre Zeit lassen. Das reicht nicht. Damit werden wir Schwierigkeiten bekommen. Was können wir tun? Wir können natürlich versuchen, die erneuerbaren Energien schneller auszubauen. Eine Möglichkeit wäre die sogenannte Solarwärme, Solarthermie. Die ist vergleichsweise teuer, deswegen die lohnt sich, das haben die Dänen gezeigt, vor allen Dingen, wenn man große Anlagen baut vor den Toren der Stadt und dann zum Beispiel in Fernwärmenetze einspeist, das ist eine relativ günstige Sache, aber da sind auch die Potenzialmengen begrenzt, weil so viele gute Standorte dafür werden wir auch nicht finden. Das zweite wäre die Biomasse, auch hier sehen wir, die ist in Deutschland so langsam erschöpft, also wir nutzen schon sehr viel Biomasse und aus Nachhaltigkeitsfaktoren wird man das nicht mehr sehr stark ausbauen können. Auch was immer gerne ins Spiel kommt, ist die Wasserkraft. Auch da kann man sagen, haben wir ein kleines Problem. Also uns fehlen die Berge. Das ist ein Bild aus Norwegen. Norwegen deckt 100% Wasserkraft, aber die ertrinken einfach in Bergen und Wasser. Wenn wir von Berlin aus mal schauen, der Weg von Berlin bis zur Ostsee, ja, das sind noch über 200 Kilometer, aber der Höhenunterschied sind gerade mal gut 30 Meter. Da kann ich keine Wasserkraft mehr nutzen. Und deswegen haben wir in Deutschland hier leider bei der Wasserkraft nicht sehr viele Potenziale. Die, die wir haben, sind schon genutzt. Also, wir sehen erst nochmal hier die Ausbaumengen, Solarthermie, Geothermie, Wasserkraft, Biomasse, die da sind. Und da sehen wir, da kommen wir nicht so weit, auch wenn wir hier versuchen, es nach oben zu drehen. Deswegen sehen wir, es gibt eigentlich zwei Energieformen, die in Deutschland den Löwenanteil decken müssen. Das ist einmal die Windenergie und einmal die Photovoltaik. Bei der Windenergie haben wir mal ausgerechnet, wie viel wir pro Jahr bauen müssen. Also ein Gigawatt ist ein Atomkraftwerk vielleicht von der Leistung her, um das mal so zu sehen. Und interessant ist eigentlich eher, was wir tun. Also die roten Zahlen sind die Zubaumengen 2020. Die schwarzen sind die, die wir machen müssten, um bis 2040, bis zum allerspätesten Zeitpunkt in Deutschland klimaneutral zu werden. Und dann sehen wir, dass wir hier eine Diskrepanz haben. Das heißt, bei der Windenergie liegen wir so fast um den Faktor 7 dann daneben. Und das heißt, so schnell müssten wir den Ausbau steigern. Richtiges Interesse gibt es derzeit von der Politik nicht. Leichte Steigerung ja, aber nicht in der Dimension. Das heißt, wir brauchen zwei Arten der Windenergie. Einmal Offshore, das ist also Windenergie hier auf der Hohen See. Wir haben dort 1500 Windräder, da müssen wir so um die 9000 aufstellen. Dann ist aber auch die deutsche Nord- und Ostsee weitgehend genutzt. Das heißt, in unseren Szenarien kommen alle Standorte vor. Und es wird ja immer suggeriert, wenn wir Windräder an Land nicht bauen, dann können wir sie einfach noch zusätzlich in die Nord- und Ostsee stellen. Aber da kann man ganz klar sagen, nein, das wird nicht gehen. Wir können Windräder in der Nordsee nicht übereinander miteinander. Und deswegen ist es begrenzt, was wir dort an Energie können. Das heißt, wir brauchen Windenergie an Land. Und es ist, erfüllt mich mit größter Sorge, dass die Projekte an Land aus den verschiedensten Gründen, weil die Leute die Windkraftanlagen nicht hübsch finden. Ja? Also das heißt, wir haben die größte Krise vor der Tür der Welt und wir schaffen es nicht, den Ausbau Erneuerbarer hinzukriegen, weil es nicht hübsch genug ist. Und es gibt noch ein paar andere Argumente, aber ja, im Vergleich zu dem, was ist passiert durch die Klimakrise, ist das natürlich hier ein wirklich das Abstand kleinere Übel. Wir gehen davon aus, dass wir 2% der Landesfläche nutzen müssen. Und das heißt, die Anzahl der Windräder, wir haben derzeit knapp 30.000, müssen wir gut verdoppeln, um überhaupt dann ausreichend Energie in Deutschland erzeugen zu können, um klimaneutral werden zu können. So, das heißt also, was haben wir hier unterstellt? Erstmal Windenergie an Land, 7,5 Gigawatt, dann haben wir 2040 2% der Landesfläche erschlossen mit Windenergie. Mehr wird aus Akzeptanzgründen nicht möglich sein, 2%, da bleibt noch viel übrig, aber man wird die Windenergie sehen, das wird sich nicht vermeiden lassen. Dann die Ost- und Nord- und Ostsee, das, was geht, komplett genutzt. Und dann bleibt immer noch eine Deckungslücke. Und die müssen wir dann mit der Solarenergie schließen. Das ist dann die Photovoltaik. Also etwa 20 Gigawatt ist das, was wir hier entsprechend dann erbauen müssen. Bau letztes Jahr 5 Gigawatt. Auch bei der Solarenergie liegen wir um Faktor 5 oder 4 bis 5 daneben, was wir pro Jahr eigentlich bauen müssten, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.
Das heißt, wir brauchen einen viel stärkeren Bau der Photovoltaik. Im Betrieb derzeit 55 Gigawatt, 400 brauchen wir. Die Hälfte davon könnten wir auf Gebäuden errichten, die andere Hälfte dann auf Freiflächen. Und wenn wir uns die Städte anschauen, dann ist es einfach ein sehr trauriges Bild. Wir haben eine Potenzialstudie für Berlin gemacht und Berlin nutzt nicht einmal 1% des Dachflächenpotenzials für die Photovoltaik. Das heißt, wir könnten das, was an Solarstrom in der Stadt Berlin von den Dächern generiert wird, verhundertfachen, ohne dass wir dafür irgendwelche Leitungen und Netze ausbauen müssen. Da muss der Gesetzgeber nur die Rahmenbedingungen in den Gesetzen so gestalten, dass es auch attraktiv ist, diese Gebäude dann auch komplett in den nächsten 20 Jahren zu erschließen. Natürlich reichen die Dächer nicht aus. Wir brauchen also auch noch Freiflächen. Und da sehen wir, dass wir hier mit etwa 1% der Ackerflächen dann hinkommen. Und wenn wir die nutzen, und da sehen wir hier in diesem Foto auch sehr schön, dass wir so eine Kombinutzung machen können, Landwirtschaft und Photovoltaik, dann kommen wir relativ gut hin. Also mit 1% der Ackerflächen werden wir es dann schaffen. Das heißt, die Flächen sind da. Wird immer suggeriert, naja, mit Sonne und Wind können wir keine stabile Versorgung aufbauen. Auch das kann ich sagen, lassen Sie das mal beruhigt die Ingenieurinnen und Ingenieure dann machen. Es gibt einige Ökonomen, die so etwas behaupten, aber die haben halt keine Ahnung von der Technik. Wir können einfach Batterien aufbauen, das passiert schon. Wir haben in Deutschland letztes Jahr 100.000 Batteriesysteme in Einfamilienhäusern aufgebaut. Die können da schon eine Pufferwirkung haben. Wir können Wärmespeicher integrieren, wo Überschussstrom in Wärme umgewandelt wird und die Sektorkopplung. Das bedeutet also auch, die Elektromobilität kann natürlich ein großer Baustein sein, weil wir auch auf Autobatterien zum Beispiel zurückgreifen können und einfach aus der Auto auch was zurückliefern können, wenn einmal zu wenig Strom da ist. Das alles wird helfen, um vielleicht 1 oder 2 Tage zu überbrücken. Wir müssen fairerweise sagen, es gibt auch mal 1 oder 2 Wochen. Und für die Langzeitspeicherung kommt dann die sogenannte Power-to-Gas-Technologie ins Spiel. Das heißt, wir nehmen den Überschussstrom aus Sonne und Wind. Der wird dann in Wasserstoff oder Methan umgewandelt und das können wir dann in bestehenden Gasspeichern zwischenspeichern und bei Bedarf dann wieder rausholen und die Lücke hier schließen. Und das Schöne dabei ist, die Gasspeicher sind schon da. Wir haben ja Angst, dass Herr Putin uns den Gashahn abdreht. Deswegen leisten wir uns sehr, sehr große Speicher und damit können wir 2, 3 Monate die deutsche heutige Stromversorgung sicherstellen. Und insofern ist das Speicherproblem für die Energiewende eigentlich gelöst. Man muss natürlich nur die Technologien für die Speicherung noch installieren und es aufbauen. Das heißt, ich habe gezeigt, wir brauchen eine völlig andere Klimaschutzpolitik. Das heißt, das, was die Bundesregierung derzeit an Ausbauzielen hat, reicht nicht ansatzweise aus. Und das, was die Bundesregierung an Klimaschutzzielen hat, reicht auch nicht aus, um das Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen. Das ist also enorm wichtig. Und deswegen erstmal, wir haben demnächst Wahlen. Es muss jeder Druck auf die Politik ausüben, weil die nächste Legislaturperiode ist die letzte, wo Deutschland noch eine Chance hat, die Weichen so zu stellen, dass wir aus eigener Kraft das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten können. Und wer kann natürlich auch im eigenen Bereich tätig werden. Macht die Dächer voll, immer eine Aufforderung von meiner Seite. Hier gibt es viele, die auch ein Einfamilienhaus haben. Warum ist noch nicht überall eine Solaranlage drauf? Und es gibt viele, die kein Einfamilienhaus haben. Selbst da kann man tätig werden. Das heißt, die Möglichkeiten, auch sich selber in der Energiewende einzubringen, sind eigentlich sehr, sehr groß und diese sollten wir nutzen. Ja, worauf warten wir eigentlich noch? Wir haben einen Planeten zu retten, wir haben die Möglichkeiten, wir wissen, wie es geht, die Wissenschaft sagt es und wir tun es momentan noch nicht. Und da müssen wir endlich ins Handeln kommen. Das war es erstmal von heute von meiner Seite. Das ging relativ flott, ich weiß. Es gibt einige Sachen nochmal zum Nachlesen, entweder auf meinem YouTube-Kanal, einige Videos, Beiträge dazu, auf meiner Internetseite oder neuerdings auch alle 14 Tage im Das ist eine gute Frage Podcast. Und wer es noch ganz altmodisch möchte, es gibt auch ein Buch Erneuerbare Energien und Klimaschutz, wo alles, was ich heute im Expresstempo gesagt habe, ganz ausführlich erläutert ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir haben jetzt nochmal ein paar Minuten Fragen für Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank auch an dich, Volker. Und die ersten Fragen laufen hier schon ein. Ich mache hier direkt den Übergang. Sekunde. Und zwar, die erste Frage kommt von René. Und zwar fragt der, ob die Windanlagen oder andere Windanlagen schon einkalkuliert sind, etwa die auf der Schwingung beruhenden. Okay, es gibt also andere Arten von Windkraftanlagen. Es gibt also Windkraftanlagen, zum Beispiel Flugdrachen, die also über Zugmomente das übertragen. Es gibt auch schon mal Ideen, dass man Zeppeline aufsteigen lässt und da eine Windkraftanlage dranhängt. Im Prinzip sind das andere Formen.
Die helfen uns, da ist aber alles noch im Forschungsbereich. Das heißt, da ist, ist die Frage immer noch zu klären, ob sie wirtschaftlich sinnvoller sind als die anderen Anlagen. Von der Akzeptanz her werden uns diese Anlagen auch nicht so viel helfen, weil sie auch zu sehen sind. Es geht ja eigentlich eher um die Optik und optische Beeinträchtigungen haben wir auch. Deswegen ist es eine Lösung, da sollte man auch weiter dran forschen. Aber sie werden das Problem nicht irgendwie lösen oder massiv verbessern. Wir brauchen einfach die Menge an Windrädern. Und ob wir nun ein normales Windrad aufstellen oder irgendwann mal so ein Zugdrachen, ist dann auch egal am Ende. Okay, danke. Und die nächste Frage ist noch von Bärbel W. Die fragt, sind die CO2-Fußabdruckrechner nicht vor allem ein Ablenkungsmanöver der fossilen Industrie? Die CO2-Fußabdruck, na, für den persönlichen Fußabdruck vielleicht. Aber ich muss einfach mal sagen, es gibt schon einen sehr enorm großen Hebel. Ich mache mit meinen Studierenden immer eine persönliche Fußabdrucksberechnung und im ersten Semester. Und der beste Studierende kommt auf 5 Tonnen, der schlechteste auf 20. Ja, also da liegt ein Faktor 4 dazwischen. Und das ist im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten. Das ist dann meistens Fliegen oder Fleisch essen oder sowas. Das sind eigentlich Sachen, die jeder in der Hand hat. Die letzten 5 Tonnen kriege ich nicht weg. Das heißt, die sind einfach öffentlicher Konsum oder so etwas. Da brauchen wir den Gesetzgeber dafür. Deswegen brauchen wir aber beides. Wir brauchen einmal das persönliche Engagement. Die eine Hälfte kann ich selber einsparen durch eigene Aktivitäten. Für die andere Hälfte brauchen wir Druck auf die Politik, dass der Rest auch dann eingespart wird. Okay. Als nächstes hätte ich hier noch einen Kommentar von Thomas Böttiger. Der hat geschrieben, die Umrechnung auf den Pro-Kopf-Verbrauch ist etwas irreführend. Und er schreibt weiter, es geht nicht darum, dass jeder bei sich einspart. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ergo der Politik. Die drückt sich aber. Das ist ja quasi ähnlich wie, naja, wie du. Ja. Gut, dann haben wir hier noch, genau, noch eine Frage von vorhin, aber vielleicht kannst du da auch was sagen dazu. Und zwar, wie lange müssen Emissionen in der Luft sein, bis sie Auswirkungen haben? Naja, die Emissionen, also wir verursachen ja CO2, das CO2 oder auch Methan zum Beispiel, ist auch, das kommt auch aus der Erdgaswirtschaft, aus der Viehhaltung, das sind Treibhausgase, die sind in der Luft. Und in dem Moment, wo das Molekül in der Luft ist, verursacht es einen Schaden. Und das Schlimme dabei ist, es bleibt halt sehr lange da drin. Also ist eher die Frage, wie lange dauert es, bis das, die Gase wieder draus sind. Methan baut sich mit einer gewissen Zeit wieder von selber ab, das CO2. Das kriegen wir eigentlich irgendwie nur ganz, ganz bedingt und sehr, sehr lange, langfristig über Jahrhunderte oder sowas wieder, Jahrtausende aus der Luft wieder raus. Und deswegen ist es halt so wichtig, schnell runterzukommen mit den Emissionen. Okay. Und dann habe ich noch eine Frage zu von Ghostmaster. Was ist mit anderen erneuerbaren Energieformen wie Wellenkraftwerken? Und ich würde gleich die zweite noch anhängen von Torben Thieme. Warum wird häufig 2028 als Jahr genannt, bis wann wir den Klimawandel stoppen können? Okay, also erstmal Wellenkraftwerke. Es gibt noch andere Energieformen, Gezeitenenergie, wir haben ja Meeresströmung, Wellenkraftwerke. Da sind die Potenziale aber extrem gering, weil die Küste in Deutschland ist klein. Auch Geothermie, Erdwärme zum Beispiel, da muss man in Deutschland sehr tief bohren. Das wird einfach sehr teuer. Deswegen sagen alle Studien, dass wir da eigentlich weniger als 1% decken. Deswegen bin ich da erstmal nicht näher drauf eingegangen. Kann man machen. Alles, was wir regenerativ machen, ist gut. Aber es wird halt nicht irgendwie 10, 20, 30% abdecken können. Genau, das war die eine Frage. Und die andere, was war das nochmal, Stichwort? Und zwar, warum wird häufig das Jahr 2028? Ich hatte ja gesagt, mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit 2050 klimaneutral zu machen. Achso, dann kommt man auf 2031. Ich habe die Zahlen nochmal neu ausgerechnet. Aufgrund des Corona-Jahres 2020 haben wir ja letztes Jahr viel eingespart. Und das hat uns, sage ich mal, 1, 2 Jahre nochmal dazugegeben. Also insofern, ich denke mal, die Berechnungen für 2028, die sind einfach mit den Zahlen von 2018, 2019 mit den höheren Emissionen gemacht. Da hilft uns Corona, aber das hilft uns halt 1 oder 2 Jahre weiter. Okay. Dann also, wie gesagt, nochmal 2030, 31 wäre 1,5 und 2040, was ich jetzt skizziert habe, ist schon also eher 1,75. Okay, ich danke dir. Und jetzt als letztes ist eigentlich nur noch die Frage von allen Seiten, ob du in diesen Spatial Chat kommst und ich kann dir den Link sofort schicken und in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, müssen dann die Leute eben dort dir weiter Fragen stellen. Wenn du noch kurz hier bleibst, dann schicke ich dir den sofort. Und ich würde mich jetzt an dieser Stelle erstmal bei dir bedanken. Die nächste Referentin ist schon hier in der Leitung. Also ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag und dass du wieder dabei bist.
Alles klar. Dann Okay. viel Erfolg weiterhin mit Ja, der danke Entscheidung. dir. So,